kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion und Gaststar Bülent Ceylan. Bülent, Boris, wartet mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Veganer-Gag. Heute ist Welttag der Veganer. Ja, da kommt sie aber wieder früh. Tja, habe ich auch gesagt, Bülent. Aber Männer, ich glaube, ich habe sogar einen. Pass mal auf. Echt? Ja. Ist Leitungswasser eigentlich vegan? Sagt mal, warum? Warum? Naja, es kommt schließlich aus dem Hahn. Boah, da ist aber jetzt... Also ich wäre fast vom Stuhl gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Hast du auch noch einen, Bülent? Ja, aber ihr müsst euch da schon anschnallen jetzt. Okay. Okay, haltet euch fest. Ich halte mich fest. Gut. Boris, du auch? Ich bin ready. Okay. Achtung, ich mach's spannend. Ich bin ja mittlerweile Meganer. Fragt mal, was ist denn das? Was ist denn das? Ich esse nur noch Sachen, die mir mega schmecken. Hab ich's nicht gesagt? Der ist so gut, der könnte es fast bis in unseren Podcast schaffen. Ja, ja, aber ich hab auch noch einen. Echt? Okay. Meine Freunde haben mich am Wochenende zum Vegan-Grillen eingeladen. Deshalb habe ich mir mal eine Liste gemacht, was ich alles benötige. Also erstens auf jeden Fall neue Freunde. Boah, darf ich wenigstens einmal... Weil es so geil war. Ja, aber Lachen ist ja auch was Schönes, Bülent. Ja. Also ich finde es auch richtig geil. Also ich würde sagen, den schick mal hoch. Ja komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.